Hallo meine lieben Freunde, ich möchte euch heute mal eine kleine Geschichte erzählen. Sie handelt von einem unschuldigen kleinen Draven, der seine Placement-Matches in Season 6 spielen wollte. Klein Draven meldete sich also fürs Ranked an, bekam auch seine Rolle der AD Carry und ging dann ins Ranked voller Freude, wollte seine Placement natürlich richtig gut spielen, damit er endlich aufsteigt und vielleicht auch mal eine höhere Division erreicht. Ging dann also auf die Botlane der kleine Draven zusammen mit seinem Supporter Bart. Mussten spielen gegen Tristana Jenner, eigentlich ein ganz angenehmes Matchup, lief auch ganz okay die Lane, man konnte sich den ein oder anderen CS-Vorteil verschaffen und im Endeffekt die gegnerische Lane sogar ganz gut aus der Lane drücken. Nach gerade einmal 15 Minuten war unser kleiner Draven bereits mit 3 Kills und ungefähr 30 Farm vorn und war sehr zuversichtlich, dieses Spiel carryen zu können. Er war inzwischen ein ganzes Item vorne und dachte sich, Mensch, das wird doch ein sehr tolles Spiel. Das kann ich auf jeden Fall carryen. Da die Botlane ja gewonnen war und der Turm bereits zerstört wurde, dachte sich unser kleiner Draven, Mensch, es wäre doch vielleicht mal Zeit, mit dem Team zu groupen, das ein oder andere Objekt zu forcieren und so das Spiel letztendlich zu gewinnen, als Team natürlich. Dazu drückte er kurz Tab, schaute aufs Scoreboard und was er dort sah, gefiel ihm gar nicht. Er sah einen 4-2-Zed, der 50 Farm vor seinem Fizz war und einen 3-1-4-Volibear-Jungle, der einfach nur übertrieben stark dastand. Klein Draven ließ sich aber nicht verunsichern, denn er war mindestens genauso fett und dachte sich, ha, ich bin hier natürlich der bessere Spieler, also wird Klein Draven das Spiel auch carryen. Klein Draven fing also an, mit seinem Team zu gruppieren, es lief ganz okay, sie wollten den Mitte Tower pushen, doch dann geschah etwas nicht so schönes. Volibear tötete Klein Draven trotz Flash und Heal in nur 3,5 Sekunden. Draven aber war natürlich nicht salty, denn er will seine Placements ja gewinnen und dachte sich, Mensch, das war aber ein guter Move von diesem Volibear. Dieser Spieler muss wirklich sehr, sehr viele Spiele auf diesem Champion haben, denn das Skillcap von einem Volibear ist unglaublich hoch. Wie man gerade in diesem Play gesehen hat, hat dieser Volibear einfach nur immensen Skill auf diesem Champion bewiesen. Wirklich einfach nur outplayed hat er mich, dachte sich Draven und blieb motiviert. Aber Klein Draven verzagte nicht. Er war auf dem Weg in seinen eigenen Jungle, um dort ein bisschen für Ordnung zu sorgen, als ihm der gefeedete Zed entgegenkam. Zed machte, wie auch schon zuvor Volibear, kurzen Prozess mit unserem kleinen armen Draven. Und wieder dachte sich Klein Draven, Mensch, der Zed, der war wohl der bessere Spieler, den hätte ich auf jeden Fall outplayen können, das war hier in der Stelle meine Schuld. Dementsprechend war sich Draven natürlich der etwas misslichen Lage bewusst, blieb aber trotzdem motiviert. Er stand immer noch 3-2, hatte seine Core-Items fertig und gruppierte sich erneut mit seinem Team. Aber die Geschichte sollte sich wiederholen und Volibear one-shottete ihn erneut. Nun wurde Klein Draven langsam aber sicher sauer. Immer noch war er natürlich der Meinung, dass dieser Volibear einfach nur ein richtig guter Spieler war, aber er konnte das Spiel einfach nicht carryen. So langsam aber sicher glitt ihm das Spiel aus der Hand, bis dann der letzte finale Kampf auf der Botlane ausbrach und wer hätte es anders gedacht, wieder konnte Volibear den Draven durch unglaublich gute Plays. Ich weiß immer noch nicht, wie er das geschafft hat, da den Draven zu töten. Einfach nur massive Outplays töten. Und somit endete das Spiel in einer Niederlage für Draven. Er konnte natürlich viel besser spielen, weil Zed und Volibear ihn einfach nur outplayed haben. Hat nichts mit Feed zu tun. Botlane von den Gegnern hat richtig gut performt. Und damit endet unsere kleine Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Scheiß Placements, ich will nicht mehr! Tschüss.